Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Subsistence. Ist gerade im Ladebildschirm. Wir haben hier einen winterlichen Sturm vor uns. Ich habe jetzt seit der letzten Folge es wieder geschafft, ein paar Sachen vorzubereiten. Und zwar laufen gerade beide Generatoren, damit wir mit dem Strom vorankommen. Oh, das ging ja schnell. Entschuldigung. Und zwar ist jetzt hier gerade das letzte Premium-Mechanik-Teil am werkeln, was wir aktuellem Kenntnis- und Planstand brauchen. Hier sind die anderen drei, hier sind die vier für die nächsten Stufen. Also, ich habe ordentlich Material geschafft zu besorgen. Also, ich war, glaube ich, zwei oder drei Ingame-Tage immer unterwegs, habe was gemacht. Unser Zink ist natürlich am meisten ausgegangen. Aber unsere Erdbohrer liefern gute Arbeit. Ich bin gerade gut genährt, gut in allen Punkten. Tierchen sind versorgt, wir haben ein neues Huhn. Unser altes Huhn habe ich bereits gegessen. Und zu Treibstoff verarbeitet, also irgendwie, ja, war gut dabei. Ich werde ja jetzt nochmal die Äpfel reinfüttern. Apfels, zack. Unsere Beete sind auch versorgt, also eigentlich bin ich relativ gut aufgestellt jetzt hier heute, um die Folge zu starten. Da ist alles voll, liegt 20%, arbeitet noch dran. Ich würde auch mal sagen, dass wir das Ding hier heute fertig kriegen, also das nächste Teil. Wir sind schon bei 92%, aktuell bei 560 Strom in etwa. Das heißt, ich werde die übliche Aussage treffen, wir machen keine so große Runde. Ach du Schande, habe ich viele Pfeile rausgehauen. Ich habe wirklich eine ganze Menge Pfeile rausgehauen, weil ich habe mich recht ausgiebig um Wölfe gekümmert. Ja, das ist gut. Entsprechend sind wir, was Pfeile angeht, auch schon wieder relativ mal ausgestattet, wenn ich das richtig sehe. Mache ich das einmal so. Und einmal Feder. Nehmen wir aber die Hälfte nur. Also die Hälfte von der Hälfte reicht vollkommen aus. Bohre sich gleich an. Bogen schon mal wieder komplett repariert. Ich brauche aber eine neue Spitzhacke, wenn ich das richtig sehe, jetzt schon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Herstellen. Genau. Und dann stoße ich doch direkt nochmal ein paar Pfeile an. So. Und dann können wir auch nochmal losgehen. Also, Wölfe und Erze, das ist gerade die Priorität. Elektroschrott bzw. Metallschrott nehmen wir selbstverständlich noch on top mit. Können wir nämlich gebrauchen, um unsere Solaranlagen aufzuwerten. Obwohl, ich glaube, wir haben schon... Ich glaube, fünf sind schon fertig. Fünf von den neun, also über die Hälfte. Was heißt hier fertig? Das erste Upgrade ist fertig bei denen. Entsprechend... Wenn wir so nebenbei ein bisschen was machen, kriegen wir die anderen vier auch noch entspannt geregelt. Und dann haben wir neun Solarzellen, die zumindest das erste Upgrade erfahren haben. Finde ich an sich schon mal geil. Aber am geilsten finde ich natürlich, dass ich Premium-Mechanikteile fertig habe. Wenn ich natürlich für irgendetwas anderes noch diese schwarzen Kristalle brauche, dann habe ich ehrlich gesagt ein gewisses Problem. Aber das wird sich ja dann zeigen. Da vorne ist zum Beispiel schon mal ein Wolf. Hier ist Kupfer. Also, wir nehmen einfach alles mit. Oh, oh, oh. Ich höre einen Wolf. Ich höre einen. Wo bist du? Wo bist du? Und was bist du? Schwarz oder weiß? Ah, schwarz. Oh. Direkt wieder zwei Fett. Richtig gut. Ich würde das Kupfer gerne noch mitnehmen, was da dran klebt. Und da hinten den nächsten schwarzen Wolf. Weiß, wie ich hier rankomme. Schwieriger als gedacht.
Hm. Okay, das ist ein gemeines Kupfer. Das will nicht mit. Oh. Alter! Ja, gut. Kein Problem. Machen wir das halt so. Also das ist mal ein schöner Erzklumpen. Ah, ich freue mich so, dass wir jetzt gleich das nächste Autoteil fertig haben. Das ist ein weißer. Das ist ein weißer. Ich krieg's mittlerweile auch mit drei Pfeilen gezielt zu arbeiten. Da! Wow! Tarnfarbe im Schnee! Cool! Das Gute ist, der See ist mittlerweile wieder aufgetaut. Entsprechend ist das Händewaschen nicht mehr so dramatisch. Dann gehen wir mal wieder zu den Erzen da oben. So, gut hier. Gib mir mehr. Nehmen ist seliger als geben. Gib mir mehr. Entschuldigung. Ich habe gerade wieder ausgesprochen gute Laune. Da passiert so komische Sachen. Ah, ich habe ja jetzt auch frisch angefangen mit Smallland. Ah, das Spiel macht auch so unfassbar viel Spaß bis jetzt. Wollte ich nur mal nebenbei mit erwähnen. Also, wer es noch nicht kennt, es ist niedlich, aber geil. Gerne mal mit reinschauen. Hüp. Ja, ich... Das ist nicht gut hier. Ich glaube, das wird echt nichts. Okay, das hätte ich kommen sehen können. Moment, ich habe aber eine neue gemacht. Also alles gut. Ja, ich stehe ein bisschen höher. Perfekt. Und das ohne mir ein Bein zu brechen. Ich bin begeistert. So. Auch wenn es echt schon ein bisschen absehnig klingt, wenn ich sage, ich bin begeistert, dass ich mir nicht das Bein gebrochen habe. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist echt nicht die höchste gewesen. Ach, da oben war noch Metallschrott. Das habe ich jetzt liegen. Na, egal. Wir kommen auch so ganz gut zurecht. War auch unser Metallschrott. Es füllt sich langsam wieder der Lagerbestand. Ist ganz angenehm. Ich hoffe, ich habe die Generatoren nochmal vollgetankt gehabt. Na gut, ich hatte alles irgendwie vorbereitet. Gehe ich mal davon aus, dass ich auch daran gedacht habe. Ich hatte jetzt hier auch zwischen den Folgen schon eine relativ feste Route mir hier eingependelt. Die war bis jetzt sehr erzertragreich. Wir biegen gleich einmal rechts ab. Das haben wir auch schon öfter gemeinsam gemacht, die Tour. Da sind nämlich so ein paar Ecken. Da komme ich halt immer mal wieder vorbei. Da unten ist ein Wolf. Hole ich mir gleich. Hallöchen! Ich nehme mir mal kurz euer Holz mit hier. Hier oben das Eisenerz, was links auf dem Stein ist. Das ist es mir nicht wert, das Risiko mit den Jägern da einzugehen. So selbstsicher bin ich schon, dass wir genug Eisen haben. Beziehungsweise es kommt von alleine nach. Wir haben ja Erdbohrer am Laufen. Nice. Und 4 Fett. Sauber! Aber die Tour ist bis jetzt geil. Kann ich nichts gegen sagen. Mal gucken, ob ich von oben da rankomme.
sehr gut. Rechts ist noch ein schwarzer Wolf. Das ist gut, also die Wintermonate sind eigentlich mit das Beste anscheinend, um Tierfett zu bekommen. Ich hatte zwar schon den Verdacht, dass es im Herbst mehr Fett pro Tier gibt, aber im Winter hat man einfach eine viel höhere Wolfsausbeute. Einfach deutlich mehr Wölfe, weil nicht überall Bären dazwischen sind. Das ist schon ganz praktisch. Rechts ist ein schwarzer, links ist ein weißer. Hallo. Was? Nochmal? 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 Läuft. 2 Fett. Wir haben jetzt schon wieder 12 Fett. Fast die gesamte Ladung voll vom, hier, Schmelzofen wollte ich gerade sagen, aber vom Ofen. Also Energie sind wir relativ entspannt aufgestellt, muss ich sagen. Wenn das so weiterläuft, die Pfeile, da können wir so viele von machen, weil wir so viel Material dafür haben. Es ist einfach ein Träumchen. So, jetzt gehen wir hinten auf die Felsen zu, da kriegen wir gleich wieder ordentlich Erze. Eine Dietrich-Kiste und wir haben kein Dietrich. Ja, ist dann so. Wäre natürlich geil, wenn wir mal wieder einen Dietrich im Inventar hätten. Wäre natürlich was fürs Staffelende, dass wir uns mal vorbereiten auf eine eventuelle Wiederkehr zum Spiel, dass wir schon so Dietrich wieder im Inventar haben. Na, jetzt im Moment. Ich komme auch so klar. Da ich eh nur den ganzen Standardkram brauche, der hier eh regelmäßig nachspawnt. Ich weiß auch, anfangs war ich immer noch sehr traurig mit den Dietrich-Kisten, wenn ich sie nicht mitnehmen konnte. Aber jetzt gerade, uns geht's eigentlich ganz gut. Da sind mal Sehnen drin oder auch mal Seile, aber wir haben 100 Sehnen auf Lager und es wäre nicht die erste sehr erfolgreiche Puma-Jagd, die wir machen würden. Entsprechend sind die auch relativ schnell selber zu besorgen. Munition, gut, da gebe ich zu. Munition ist mit den Dingern geil. Da gibt es immer relativ gute Mengen, aber auch da finde ich, kommen wir aktuell relativ gut zurecht. Und der ganze andere Kram in den Kisten, glaube ich, auch auf Standardzeug. Gut, ich meine, da kann komplett fertiges Heilmittel drin sein, aber... Ah, ist zwar ein bisschen blöd zu craften, aber auch das geht relativ gut. Und das Blöde am Craften ist eigentlich nur, dass du das mal angeln musst dafür. Da unten ist wieder ein weißer Wolf. Den nehmen wir aber auf dem Rückweg mit. Hier werden erstmal Hände gewaschen. Und die Kiste gelootet. Woo! Mach nochmal ein paar Stöcker. Oh. Dann können wir nämlich auch ganz gut die nochmal ein paar Pfeile machen. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Guter Wolf. Oh, auch 2 Fett. Geil. So, also viel höher gehe ich für gewöhnlich nicht. Das ist eigentlich schon die Stelle, wo ich dann meistens wieder umdrehe. Jetzt gerade sind wir aber temperaturbedingt relativ gut aufgestellt. Da kann ich nochmal ein paar Zentimeter mehr drauflegen. Vielleicht haben wir hier nochmal einen Puma. Wir haben hier definitiv noch einen Puma. Läuft jetzt gerade nicht so gut. Ah, das war jetzt nicht so fein, aber es gab 4 Seen und hier sind Erze nachgespawnt.
Auch wenn das, glaube ich, nur Kalium ist, wovon wir wirklich genug haben. Egal, darauf kommt es nicht an. Wir nehmen, was wir kriegen können. Und geben nichts wieder zurück. Wie geht's noch aus? Oh, Metallschrott. Oh ja. Ah, wie gesagt, die Tour fühlt sich gerade richtig gut an noch. Wir drehen auch gleich einmal um. Dann können wir unten nochmal, falls der nicht despawned ist, den weißen Wolf mitnehmen. Gehe aber mal hier an der Seite runter. Da können wir nämlich nochmal einen besseren Blick auf Felsen werfen. Beziehungsweise, ich glaube, den Baum haben wir noch gar nicht mitgenommen, ne? Ich stoße währenddessen nochmal ein paar Pfeile an. Läuft. Also es läuft gerade so entspannt mit den normalen Pfeilen. Der Wolf ist noch da. Perfekt. Fasern. Boah, ich glaube, ich habe auch unfassbar viele Fasern wieder gesammelt. Ich habe nicht gut getroffen. Das heißt, 4 Pfeile jetzt rausgehauen für den. Und nur ein Fett? Also 4 Pfeile gegen ein Fett ist ein schlechter Deal. Wenn ich einen Pfeil nochmal wieder sehe. Eigentlich ist es egal, ich lebe gefühlt in so einem Überfluss. Sag ich jetzt, dann beschwere ich bald, nicht bald, dass wir keine Materialien mehr haben, keine Pfeile. Ist doch immer wieder das Gleiche in dem Spiel. Eigentlich, man darf wirklich nichts liegen lassen, wenn es danach geht. Weil irgendwann brauchst du es immer. Oder du kannst es für irgendwas irgendwann mal gebrauchen. Metallschrott. Und nochmal ein weißer Wolf. Teil 1. Wieder ein Pfeil verschwendet. Na gut. Jetzt bin ich gerade so hektisch, jetzt weil ich wieder erziele. Da kommt wieder das Erzählgehör ein bisschen doof. Also man wird immer ein bisschen... Weiß nicht, das kann man als Zuschauer immer so schlecht nachvollziehen. Ging mir ähnlich zu früh, aber wenn man halt aufnimmt, nebenbei auch noch schnackt, dann ist die Konzentration halt nicht mehr zu 100% da. Ich muss mich jetzt aber trotzdem mal selber loben, ne? Das darf ja auch mal nicht ausbleiben. Ich finde, das läuft bei mir immer noch besser als bei vielen anderen. Also jetzt nicht so, was Konzentration an sich angeht, sondern eher das Loot übersehen oder so. Das klappt bei mir ganz gut. Also, das Übersehen klappt gut. Oh. Cool, ich schieße gerade pauschal einen Pfeil daneben, weil ich hektisch werde. Ha. Da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Das ist ein gutes Konzept. Wir haben noch 26 Pfeile. Ist okay. Aber ist trotzdem nicht so gut. Vor allem die Haltbarkeit von unserem Bogen leidet natürlich auch, wenn wir nicht treffen. Das ist vielleicht eher das größere Problem. Vorne ist noch ein schwarzer Wolf. Aber ich wollte nur eine kurze Tour machen. Dann sind wir gleich schon wieder rum um den See. Da es aber noch helllichter Tag ist, können wir auch komplett rum um den See.
Easy. Ich finde es überhaupt, eigentlich muss ich sagen, ich finde es überhaupt nicht gut, wenn ich hier so aggressiv gegen die Tiere vorgehe. Ist so eigentlich nirgendwo mein Stil. Aber leider hat man hier doch eine gewisse Abhängigkeit davon, wenn man nicht gerade die 100-fache Spiellänge haben möchte, um es auf anderem Wege zu machen. Aber auch da wird es schwierig, weil auch bei den regenerativen Energien wiederum brauchst du ja sehen. Hast du irgendwie gehopft und gesprungen, irgendwo brauchst du tote Tiere. Auch wenn das mit den Sehen definitiv nachhaltiger ist, als das mit dem Fett einfach verbrennen. Oh, ein Dreier. Okay, okay, okay. Aber auch drei Fett. Oh, super Tour. Ich habe auch unsere verbrannte Fleischkiste ein bisschen aufgefüllt. Oh, von euch ein Dreier. Nice. Bitte, da hab dich gelohnt. Du hast einen Dreier. Wow. Okay. Aber kein Pfeil daneben. Was? Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. So, hier sind Felsen. Und da ist Erz. Eis. Eisen. Mein Gott, haben wir gleich Ressourcen da. Oh, ist das schön. Weil wir können das Autoteil direkt fertig durchlaufen lassen. Die Generatoren haben gelaufen und selbst wenn sie schon wieder aufgehört haben wegen Treibstoffmangel oder sonst was, wir haben genug Speicher, dass wir das Auto trotzdem fertig kriegen sollen. Also das Autoteil. Das Auto, also das Fahrzeug selbst, werden wir natürlich nicht fertig kriegen heute. Das ist doch ein bisschen sehr utopisch. Wir können auch vielleicht noch mal ein paar Perlen tauchen gehen, was aber auch wieder bedeutet, dass wir ein bisschen mehr Zink brauchen, um uns Sauerstoff zu machen. Ich finde, so Zink haben wir jetzt gar nicht so viel bekommen. Gar nichts, um genau zu sein. Wow. Das ist nicht viel. Da vorne ist wieder ein Wolf. Ah ja, alleine, wie gesagt, dafür muss ich den Winter einfach lieben. Mit den ganzen Bären würde ich definitiv nicht so schnell an das Fett kommen. Oh, Banditen. Ach komm. Moin, ich hab einen guten Tag. Möchtest du sterben? Ich hab gefragt, ob ihr sterben möchtet und nicht, ob ich sterben möchte. Gut, schräg nochmal, ich gefragt, ob dein Freund sterben will, aber... läuft ja auf das Gleiche hinaus. Oh, Federn. Oh, die nehme ich. Muss ich kurz die Leiche von dem anderen wiederfinden? Da ist die Leiche, das heißt, der Rucksack ist auch gefunden. Ja, wunderbar. Fischöl, Federn, Zahnräder. Cool. Mach ich gerade einen aggressiven Eindruck auf euch? Ich wäre mir da jetzt nicht so sicher. Aber das Geile ist ja, es funktioniert gerade. Es funktioniert einfach tadellos gerade. So, können wir gleich mal gucken, ob hier noch eine Perle in der Nähe ist. Wupp. Nimm die mal aus der Hand. Keine Perle für uns. Da unten ist eine. Egal. Da ist Seegras, aber Seegras kriegen wir jetzt echt immer relativ gut.
Okay, aber warte, das nehme ich mit. Du bist so nah an der Oberfläche, dich nehme ich mit. Oh. Ach, ich habe mittlerweile rausgefunden, wo das Geräusch herkam, was immer so klingt, als wenn irgendwas aus dem Inventar geschmissen wurde. Es klang nicht nur so, sondern es wurde wirklich was aus dem Inventar rausgeflogen. Ach so, unsere Nährstoffe sind im Marsch. Und zwar beim Ofen. Die Asche war voll. Und immer wenn eine neue Asche angefallen ist, hat er die einfach rausgeschmissen. Und da gab es das Item Rausgeschmissgeräusch. Rausgeschmissgeräusch. Oh, Zink. Sehr schön. Also, läuft. Boah, ich kann auch zu diesem Wolf da nicht Nein sagen. Doch, kann ich, aber will ich nicht. Warte, ich habe Probleme beim Gemüsehaushalt. Dann isst doch mal eine Hagebutte oder zwei. Und das Hähnchen, das Häschen, was hier gemacht wurde. Mr. Wolf? Na? Läuft. Bin sehr zufrieden. So, dann machen wir gleich nochmal ein bisschen verbranntes Fleisch für unsere Kiste oben. Aber, oh, wir starten den Fortschritt. 3000, oh Gott, das Ding ist voll. Oh, das Auto ist gleich sowas von fertig. Verbrennen. Ah, du bist fertig, deswegen ist der Speicher auch nicht leer. Kupfer. Machen wir das doch so. Schmeißen direkt den Generator wieder an. Die sind nicht mal leer gelaufen. Zu gut. So, wegsortieren. Die Nägel haben wir mitgenommen, so viele. 9 Metallschrott haben wir ja mitgenommen. Oh, cool, Fisch, Öl gewinnt. Das ist ein Elektroschrott, okay, okay. Sticks weiter mal rein. Davon. So, tierisches Gedöns. Pflanzen. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde mal draußen die Sachen wieder düngen. Also, munitionstechnisch war die Ausbeute doch recht schwach. Aber egal. Tierfett. Geil. So, Beete versorgen. Gut. Tierchen. Es wird dunkel, die Sachen machen Fortschritte. Tiere neu versorgen, zack, zack, zack. Das Ei nehme ich mit. Ich find's geil.
So, unsere Tomaten sind ein bisschen lädiert. Und die zwei verfüttere ich. Sehr gut. Und wir gucken uns das Auto an. Autoteil, beziehungsweise ich kann, glaube ich, nochmal Fleisch auf den Grill hauen. So, natürlich ist es jetzt dunkel, aber nichts aber, es ist fertig, wir sehen das doch. So, die nächste Selbstmordrechnung, was brauchen wir? Ja. 8 schwere Bolzen. 8 schwere Bolzen ist die nächste große Baustelle. Oh. Ja. Gut. Wird schon. Aber dafür brauche ich die Generatoren nicht laufen lassen. Zumindest nicht 2. Ich mache den mal voll und aus. Einen lasse ich nochmal laufen. Was war die nochmal? Also 8x6, die bräuchte ich 48 Eisen. 48 Eisen, 48 Zink. Eisen haben wir, Zink haben wir nicht. 16 Kristalle brauchen wir noch, ne? Und die haben wir. Sechzehn davon. Wirklich Zink ist, wie gesagt, ist jetzt gerade das Hauptproblem. Hat dumm gelaufen. Würde ich jetzt erstmal zusammenfassend sagen. Wir haben eine Übermenge an Strom gerade. Das heißt, ich könnte mir noch mal ein bisschen davon machen. Nein, wir haben eh genug Strom gerade. Oder die Masse ist voll. Aber ich glaube, da machen wir uns noch mal ein Upgrade oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 war das, glaube ich. Einer davon. 2 davon und 2 Kleber, glaube ich. Die Masse müssen die Masse doch nicht ungenutzt lassen. Du bist fertig. Du bist fertig. Ach, 7 elektrische Bauteile im Moment. Draußen ist Zink, das ist richtig gut. Ich hole noch erstmal Zink. Aber eigentlich können wir auch schon in die nächste Folge rüberrutschen. Es ist eh dunkel gerade und sobald Tag ist, machen wir einfach gemeinsam weiter. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gerne eine Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.